Servus Leute, ich bin's mal wieder, der Basti. Wieder eine Woche rum, wieder ein neues Video. Werd nämlich jetzt wöchentlich hochladen. Und heute möchte ich über das Thema Patriotismus und Nationalstolz reden. Gerade jetzt in der WM sieht man wieder überall die Deutschland fahren. Und da dachte ich mir, wird's Zeit, dass ich dann ein Video zu mache. Und vorab möchte ich dazu sagen, ja, ich werde in dem Video hauptsächlich Deutschland als Beispiel nehmen, lehne aber Nationalstolz und Patriotismus in allen Ländern ab. Also auch zum Beispiel in den USA oder auch in Irland. Nur falls da jemand sagt, die machen das ja viel mehr als wir in Deutschland, von daher warum rege ich mich da so auf? Und zunächst mal möchte ich jetzt erklären, was ist eigentlich Stolz? Wenn man in Wikipedia unter Stolz nachliest, dann steht dort, der Stolz ist die Freude, die der Gewissheit entspringt, etwas Besonderes, Anerkennenswertes oder Zukunftsträchtiges geleistet zu haben oder daran mitzuwirken. Jetzt ist es so, man kommt auf die Welt und hat nicht wirklich Einfluss darauf, wo man auf die Welt kommt, geschweige denn, dass man überhaupt auf die Welt kommt. Es ist also nicht wirklich eine Leistung, innerhalb irgendwelcher Grenzen geboren zu werden. Genauso gut hätte man mehrere Kilometer südlich oder sogar mehrere hundert Kilometer südlich geboren werden können. Von daher ist eine Nationalität eine gegebene Sache, nicht wirklich etwas, worauf man stolz sein könnte, in meinen Augen. Denn, wie gesagt, es ist nicht wirklich eine Leistung. Vor allem, wenn man bedenkt, dass diese Grenzen von Menschen gezogen worden sind und sich gerade in den letzten Jahrzehnten und auch Jahrhunderten immer wieder verändert haben. Das heißt also, diese Grenzen sind nicht wirklich Konstantes und eine Nationalität sieht heute ganz anders aus, wie sie zum Beispiel vor 10 Jahren ausgesehen hat oder vor 20 Jahren. Das heißt also, darauf stolz zu sein, ist wirklich in meinen Augen hirnrissig. Da werdet euch in der Infobox auch noch einen Link dazu posten. Da seht ihr mal ein Video, wie sich in den letzten Jahrhunderten die Grenzen in Europa immer wieder verändert haben. Und eins der großen Probleme, die ich jetzt noch sehe, gerade beim Thema Patriotismus, ist, dass es ganz schnell zu einem Nationalismus und zu einem Rassismus werden kann. Die Sache ist ja die, beim Patriotismus ist man stolz darauf, jetzt zum Beispiel Deutscher zu sein. Aber warum ist man stolz darauf, Deutscher zu sein? Man ist stolz auf etwas, weil man etwas geschafft hat, was jemanden von anderen abhebt, weil man etwas ganz besonders gut gemacht hat, weil man etwas besser gemacht hat als andere. Wenn man jetzt sagt, man ist stolz, Deutscher zu sein, dann sagt man im Prinzip, ich bin stolz, Deutscher zu sein, weil die Deutschen was besser machen als andere, weil die Deutschen besser sind wie andere. Und insofern kommen wir da ganz schnell zu einem Nationalismus, zu einem Rassismus, Selbsterhebung des eigenen Volkes, Erniedrigung der anderen Völker. Und das muss in meinen Augen nicht sein, denn sowas hatten wir bereits schon mal vor ein paar Jahrzehnten und das hat dann in eine doch sehr unschöne Aktion gemündet, in den Zweiten Weltkrieg nämlich. Wie sind eure Gedanken darüber? Schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Auf dem Weg dorthin kommt ihr auch an meiner Infobox vorbei. Darin seht ihr natürlich dann wieder meine Facebook-Seite, meine Twitter-Seite, den Link zu dem Video wie angekündigt. Also schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Könnt auch ruhig mal abonnieren. Ich freue mich immer über ein paar neue Abonnenten. Und dann bis nächste Woche. Macht's gut, der Basti.